wenn grün wird, mache ich die Türen zu und fahre los. Also wenn grün wird, mache ich dann die Türen erstmal zu und fahre dann ganz entspannt los. Was passiert da eigentlich? Wer weiß. Ah, da geht die hintere Tür auch. Ah. Ach so. Du wartest. Ich wollte schon sagen. Es sah schon fast aus, als ob er fährt. Aber er war so in der Stadt gewartet. Und ich fahr zu schnell. Ich fahr schon wieder 70 fast hier. Er hat meinen Sitz ausgehakt. Das finde ich nicht schön. Braucht meine perfekte Sitzposition. Ah je, ah je, ah je. So. Ah ja, sieht doch schön aus. Ein toller abgesenkter Bus. Immer wieder schön. So, bei uns hat es gerade geklingelt. Wer ist das? Bestimmt ein Paket. Das ist bestimmt ein Paketdienst. Wie so oft. Und natürlich sind die Pakete dann nicht für uns, sondern für unsere Nachbarn. Weil die eigentlich nie da sind, um Pakete anzunehmen. Oder ist es ausnahmsweise wirklich mal was für uns? So, jetzt kann ich eigentlich das Ding auch wieder rausnehmen. Weil wir ja jetzt nicht mehr im Innenstadtbereich sind. Also können die Leute auch wieder etwas höher einsteigen, weil hier sind auch die Bordsteine wieder höher, also stört es nicht mehr so sehr. Hier ist das Busdepot West. Rechts neben uns. Ja, genau, da ist es. Hier können wir drauf gucken. Wenn wir wollen, können wir hier drauf gucken aufs Busdepot. Schon wieder? Nein. Hallo. Das war eine coole Ansicht hier so. So von unten. Bertramdamm. Interessanter Name. Bertramdamm. Ich finde den Namen Bertram ja schon interessant, aber Bertramdamm? Auch noch nie gehört. Muss definitiv mal in Rheinhausen vorbeischauen, wenn ich mal dort sein sollte. Und gucken, ob es einen Bertramdamm gibt. Oh, oh, das wird eng. Es war eng. Aber wir haben es doch, genau. Ohne Schaden. Gut gemeistert.
gleich wieder. Die Kurve war etwas zu großzügig genommen. Ganzes Stück zu großzügig. So, hier fährt vielleicht auch irgendwann mal noch eine Stadtbahn lang. Das verstehe ich nie, warum die nicht einfach weiterfahren können, wenn der Mensch, der über die Straße gegangen ist, über ihre Hälfte hinweg ist. So, hier können wir nochmal die Klinge anmachen. Hier geht es ja schließlich noch mal etwas steiler normal zustande. Guten Tag. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Dankeschön. Fürs Rauslassen, lieber Golf. Sehr nett von dir. Jetzt fahr aber auch. Wer da vorne keine Haltestelle, ich hätte ihn jetzt grob überholt. Hey, Junge. Jetzt kommt er nicht mehr an mir vorbei so einfach. Jetzt ist Schluss. Jetzt hast du es dir versaut. Du bist ganz allein du dran schuld. Ja, genau. Du bist dran schuld. Ganz allein du. Eigentlich könnte ich jetzt hier schön warten. Mal ein bisschen langsam fahren. Dass er bei Rot fahren kann, beziehungsweise dann da steht. Ich glaube nicht, dass er unbedingt bei Rot fahren wird. Ich muss mich mal kurz hier hinstellen. Denn ich muss ganz kurz mal was holen. So. Entschuldigung fürs Aufhalten vom Verkehr. Ich fahre ja schon weiter. Die Straßen passen hier auch nicht ganz ineinander. Naja. Passiert. Das hier ist irgendwie auch dämlich, dass man da drunter gucken kann.